Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir unser Falschgeld mal verkaufen, ne? Muss ja auch immer hier sein. So, für das fahren wir jetzt erstmal natürlich dahin, sonst wird das nämlich nichts. So. So, wir sind angekommen. Wir gehen jetzt mal rein und gucken mal, was denn da los ist. Oh, Brad, die Produktion ist ja noch gar nicht so voll. Ist ja los jetzt. Wir können aber noch einmal kurz Vorrat stillen, damit wir da auf jeden Fall gerestockt sind. Dann fahren wir jetzt mal dahin und hoffen, wir können uns coole Sachen stehlen, damit wir auf jeden Fall weiter gutes Money machen können. Oh, ich muss da raus. Stone Zementwerk ist auch lustig, ne, wegen Stone und so. Leute, das ist ja instant schon da vorne. Okay, wir müssen uns langsam ready machen. Pushen wir rein, oder? Hallo, Leute. LOL! Aua! Okay, jetzt müssen wir schnell raus. Das ist jetzt ein bisschen doof, doch. Scheiße, Alter. Wir müssen uns hier erstmal verstecken, ganz kurz. Was ist hier los? Und direkt geht's los. Guck. Okay, wir können, glaube ich, vorpushen. Oh, lol. Oh, Alter. So weggelasert, Digga. Hä, das war ja easy. Hä, war das schon alles jetzt? Really? Oh, die Tür fällt jetzt. Ich hätte jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Widerstand erwartet, aber. Well. Hallo. Digga, wir haben so platt gemacht. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Der zweite ist noch da. Ich sehe nichts. Ich kann halt jetzt nicht nach vorne fahren. Alter, wie er whippt. Komm doch, komm doch. So. Ah, da sind wieder zwei. So, einer weniger. Imagine, du bist einfach so von dem Bus gerannt. So. Oh doch, der kommt wieder. Und fliegen runter, so perfekt. Ja, er ist tot. What? Alter, geh doch auf die Seite, wirklich. Boah, Alter, wie er wegdriftet. Ja, das war ziemlich dumm von dir. Jetzt überfahre ich dich dafür. Als ob er nicht tot ist. Bro, ich bin gerade mit. Keine Ahnung, wie viel Tonnen das Auto ist. Oh nein. Einfach rein jetzt hier. So. Oh nein, jetzt habe ich einen Media Player angemacht. So. Ding ist jetzt, wir gehen jetzt mal hier raus. Und lassen das mal erstmal noch ein bisschen produzieren. Und dann holen wir uns ja. Das Auto ist jetzt gigaweit weg, ne? Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Wir nehmen hier. Wir leihen uns ganz kurz einfach hier ein Auto oder so. So. Auch das nur ganz kurz, ne? Danach geht's hier wieder. Brauchen wieder unser Auto. Ich weiß es jetzt nicht, das heftigste Auto, das ich habe. Ich habe, glaube ich, auch noch etwas heftigere, aber. Ich habe einfach eins bestellt. Ich brauche einfach eins. Also guck mal, ich bin jetzt hier so auf einem Dirt Track gelandet. Hier schön über den Schanzensprung, guck mal, wenn wir den mitnehmen. Links. Oh, ein bisschen schräg. Alter. Die sind so am Betonieren, dann kommt so ein Auto geflogen, so ein Truck. Naja. Alter, wie viel Damage ich jetzt schon bekommen habe. So, wir müssen das jetzt hier ganz kurz drehen. Ja! Ich wollte gerade sagen, hat ja super geklappt, aber hat tatsächlich gut geklappt. Und wir gehen jetzt kurz in unser Clubhaus, denn wir haben noch ein bisschen was zu tun. So. Oh. Alter, perfekt parkiert. Guck mal das an. So. Irgendwie ist unser Club ein bisschen leer. Naja. So, und zwar, wir haben jetzt hier nur, also ich, ich habe nur ein Unternehmen und zwar die Falschgelddruckerei. Und ich habe überlegt, wir könnten ein bisschen mehr, sage ich mal, Umsatz machen, wenn wir noch etwas Zweites hätten, wo wir nebenbei ein bisschen, Gas geben können. Und deswegen, ich habe ungefähr 1 Million auf dem Konto. Ich möchte eigentlich ungern gleich alles ausgeben. Aber ich finde so eine Hanfplantage oder so ein Meth-Labor eigentlich ganz cool. Ich bin überlegen, was ich will und vor allem auch wo das ist. Auf der Karte. Okay, das ist nämlich zum Beispiel ein ziemlich scheiß Standort. Nicht zentraler, aber ja, hier auch in der Gegend, ne? Wir haben 900.000 auf dem Konto und 200.000 in Bar. Alles klar, Digga. Das heißt, ich würde so ein Meth-Labor einfach mal kaufen. So, ich möchte das wirklich kaufen, ja. Okay, das ist aber jetzt kein Ding, weil wir holen jetzt ein bisschen Vorräte für dort und wir werden das Ganze ja jetzt zum Laufen bringen, diesen Laden, ne? So. Okay. Das heißt, wir holen uns jetzt erstmal Vorräte, ne? Wie sich das gehört. Einrichten, ja. Ich möchte es einrichten. Wir richten das Ganze jetzt ein, beziehungsweise holen die ersten Vorräte, damit das überhaupt hier losgehen kann. Also dann werden wir richtige Drogen bauen, ne, Digga. Achtung. Leid, ich muss hier durch. Alter, ich muss mal rechts. Moin. Ah, guck mal, hier ist auch schon der Truck. Ja, wir müssen jetzt einfach den mitnehmen. Das Gute ist, es ist gar nicht so weit weg. Ja, wir fahren jetzt ein bisschen Truck, Digga. Das wird geil. Vielleicht müssen wir dann auch mal etwas bremsen, aber. Ach du Scheiße, Digga. Kurzer Wallride einfach mal gemacht. So, hier können wir abkürzen. So, let's go, Digga.
Leute, ich will auf die. Die stehen da einfach so. Denken sich so, alles klar, Bruder. Alter. Oh nein. Oh Scheiße. Oh Scheiße, Bruder. Ich habe mir hier sowas von festgefahren. Ja, Scheiße, hä? Warte, ich brauche jetzt mal ganz kurz ein Auto. Oh, warte, das ist ein Auto. Warten Sie kurz. Bitte. Nein. Hallo, können auch eins. Ja, moin, ich brauche das nur ganz kurz, ne? Er kann es dann gleich wiederholen, aber ich muss jetzt erstmal hier meinen Lastwagen befreien. Hat es gereicht? Jetzt hängt er da in der Luft. Okay, jetzt nochmal reinbrettern. Okay, so viel hat es jetzt gar nicht gebracht. Okay, komm. Noch einmal voll rein. Ich glaube, wir haben ihn nicht mal bewegt, Junge. Aua. Ja, bitte. Rutsch, rutsch, rutsch. Ja, let's go, Digga. Let's go. So, jetzt hat er ein paar Beulen bekommen, aber alles gut sonst. Ich gebe auch so, ist ein bisschen das falsche Gelände für so einen Lastwagen. Aber kommt gut. Ja, und wir sind da. Alter, diese Vollbremsung, Junge. Alter, wie das aussieht. Ja, übel heftig, Junge. Ach, guck mal, die Vorräte sind jetzt sogar voll. Ja, dann sollen die Leute jetzt mal anfangen, Junge. So, das heißt, wir holen jetzt mal ganz kurz ein Motorrad. Das können wir einfach hier anfordern. Das wird jetzt dann gleich hier irgendwo spawnen. Ah, es ist trotzdem ein Auto. Ich dachte, ein Motorrad. Naja, ist eigentlich egal. Wir müssen jetzt mal ganz kurz zur Falschgelddruckerei, denn die hat bestimmt jetzt schon ein bisschen Geld produziert. Ich finde das geil, dass alles so beieinander ist. Das ist so praktisch und nicht alles so meilenweit auseinander. Ja, okay, schon ein bisschen mehr, aber rentiert sich, glaube ich, immer noch nicht. Komm, wir könnten noch mal ein bisschen Vorräte, ne, stehlen. So. Scheiße, Alter, hat das geknallt, das. So. Und wir haben jetzt hier ein anderes Ziel. Wir müssen jetzt hier die Kisten zerstören. Das ist, glaube ich, eigentlich mehr ein bisschen sneaky, aber ihr kennt mich. Ne, wir versuchen uns ein bisschen sneaky anzugehen. Ich habe, glaube ich, eigentlich sogar Schalldämpferzeugs. Ja, guck hier. Hier ist ein Schalldämpfer drauf. Also, er steht einfach still. Er hat es gesehen, Digga. Und er läuft weg. So. Ja, okay. Kurz hier mal gucken. Oh, scheiße. Das alarmiert direkt die Polizei. Oh, das ist jetzt ein bisschen kacke. Okay, wir müssen jetzt doch ein bisschen rushen. Ich sehe hier die Kisten nicht. Es ist so dunkel. Ich hab's gefunden. Oh, okay. Wichtig und richtig. Ach du Scheiße. Ich wusste nicht, dass es die Polizei alarmiert. Ich dachte, das ist einfach hier die Gang, aber. Oh Scheiße, Digga. Das wird jetzt mies. Wisst ihr euch, Leute? Einer weniger. Und jetzt fahren. Ach du Scheiße. Ja, tschüss, Leute. Okay, jetzt müssen wir. Ich weiß nicht, können wir hier raus? Bitte, bitte. Die gehen kaputt. Ach, danke. So, überall sind die Cops ja relativ scheiße. Meist. Ach du. Grüne Neune. Aua. Jetzt einfach Richtung Heimweg, Ziel. Oh, das ist eine steile Wand. Aber komm mal hoch. So, okay. So, wir gehen hier gleich quer hinter dem. Ah, okay, oder auch nicht. Ja, bitte, ich komme drüber. Danke. Wir sollten vielleicht doch mal wieder auf eine Straße. Da vorne ist eine. So, wir sind nämlich auch schon fast da. Okay, nee, noch nicht ganz. Ich dachte, das ist schon da unten, aber ich gehe noch ein bisschen weiter. Ja. Meine Augen haben gerade ein bisschen ge. Die können jetzt gut produzieren, dann werden wir in einer anderen Folge das ganze Zeugs mal verkaufen, wenn das komplett produziert ist halt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, schaut auf den anderen Videos vorbei, schaut auf Twitch vorbei und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi!